So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Anleitungsvideo. An dieser Stelle möchte ich also jetzt zeigen, wie unsere Datenbank bestehend aus diesen 5 Tabellen fertiggestellt wird. Dazu geht es jetzt darum, hier in Base die Beziehungen zwischen den Tabellen auch tatsächlich herzustellen. Das geht über Extras, Beziehungen, öffnet sich dieses Fenster. Hier wähle ich aus, welche Tabellen ich in Beziehung bringen möchte. Umschalttaste gedrückt halten. Nein. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal habe ich jetzt die Tabellen hier in diese Arbeitsumgebung hinzugefügt. Die Tabelle Unterricht, Lehrer, Klasse, Schüler ordne ich ungefähr so an, wie ich das in meinem EAM habe. Hier unten sehen wir das so, so. Gut. So, jetzt stelle ich die Beziehung her, indem ich also sage, die Klassenbezeichnung hier soll verknüpft sein mit der Klassenbezeichnung der Klasse, eine N-zu-1-Beziehung. Die Lehrernummer hier soll verknüpft sein mit der Lehrernummer hier. Ich ziehe einfach nur linke Maustaste gedrückt halten auf das entsprechende Symbol. Dann habe ich hier eine Zimmernummerbeziehung. Und zwar muss ich hier eine Zimmernummer 1 zu 1 zuordnen. Das habe ich noch nicht vorbereitet. Aber ich habe hier die Klassenbezeichnung. Und die Klassenbezeichnung muss ich natürlich hier zuordnen. So, das ist also jetzt in etwa unsere Entity Relationship Form entsteht. Und auf diese Art und Weise können dann auch anschließend bei Abfragen hier die entsprechenden Werte bzw. Tabellen Spalten inhalten, also die Felder der Datenbank, so bezeichnen wir ja die Spalten, miteinander in Beziehung gebracht werden. So, für diese 1 zu 1 Beziehung muss ich noch was tun hier. Da muss ich dann nochmal schauen. Gut, das war's auch schon. Damit sind die Beziehungen zumindest erstmal soweit hergestellt. Und wir könnten jetzt dazu übergehen hier, begonnen mit dem Lehrer, der Klasse, den Schülern in dieser Reihenfolge, dem Zimmer und der Unterrichtstabelle, dann hier unsere Datenbank mit Informationen zu füllen. Dafür benutzt man dann die Formulare. Diese wiederum bedürfen eines eigenen Videos. Das würde jetzt in diesem Rahmen auch zunächst zu weit führen. Das also vertage ich auf einen späteren Zeitpunkt. Wenn wir dann hier entsprechende Einträge ausgeführt haben, können wir dann auch die ersten Abfragen erstellen und dann können wir solche Abfragen auch noch als Berichte drucken. Das werde ich in den nächsten Videos versuchen darzustellen, damit das Ganze mal als zusammenhängiger Workflow, Arbeitsablauf hier dargestellt wird. Für diejenigen, die jetzt trotzdem schon mal was arbeiten wollen, weitermachen wollen, verweise ich auf eine Seite im Internet hier oben. Hier finden wir Base-Entwurf einer Datenbank, mal eine kleinere Datenbank von Anfang an, systematisch aufgebaut. Ganz wichtig, hier muss man also auf alles ganz akribisch achten, dass man das also entsprechend auch so umsetzt, wie es hier dargestellt wird. Wir werden also zunächst die Datenbanken erzeugt. Hier sehen wir jetzt die Tabellen. Bei der Tabellenerzeugung bekommen wir dann hier unten dargestellt die Tabellenfeldnamen, die Tabellenfeldtypen und ganz wichtig, was bei den Feldeigenschaften einzustellen ist. Das muss wirklich genau stimmen hier, sonst funktioniert am Ende unsere Datenbank nicht so wie hier gewünscht.
kann also hier einmal versuchen, diese kleine Termindatenbank zu erstellen. Das wäre also schon der nächstgrößere Schritt, einmal ein funktionierendes System mit Abfrage und allem drum und dran hier zu erzeugen. Den Namen bzw. den Link setze ich in die Beschreibung dieses Videos unten rein und eventuell auch auf das Video zum Anklicken an dieser Stelle, damit es dann an dieser Stelle weitergehen kann. Hier also einmal ein funktionierendes System in der Form zunächst mal nachzugestalten. Viel Spaß beim Ausprobieren.